Die Anspannung steigt auf Kefalonia. Das erste Kennenlernen steht kurz bevor. Die erste Nacht der Rosen. Das sind einfach die ersten zwei von den ganzen Jungs, wo sie sehen. So unglaublich, wirklich. Das Ding ist, ich bin auch jetzt, ich habe gedacht, dass ich im Auto jetzt super nervös bin. Aber es geht tatsächlich, weil ich mich einfach mega freue auf den Moment. Genau. Frau zum Verlieben? Ja. I'm in. Wir haben gleich Sonnenuntergang. Ist auch ein bisschen romantisch, gell? Gucken, was wir draus machen. Ja. Ja, bis wir jetzt sehen. Jetzt habe ich ein bisschen Herzklopfen. Aber sie ist eine Maschine. Wie süß ist sie? Sie sieht selbst nicht aus. Ich streite nicht gerne im Großen und Ganzen. Liegt mir viel daran, dass es beiden gut geht, gerade in der Beziehung. Ich möchte gerne jemanden haben, wenn sie in der Küche steht und gerade kocht. Dass ich sie von hinten umarme, die Kinder schreien so. Was macht ihr da? Genieß es. Viel Spaß. Hi. Hi. Oh, bis eben war ich überhaupt nicht aufgeregt. Du, mir geht's genauso. Wollen wir uns umarmen? Klar. Hi. Maxim. Ich bin Leon. Hi. Leon, hi. Gut siehst du aus. Dankeschön, du auch. Dankeschön. Ich hab dich extra geduscht und frisch gemacht. Ich hab mir Mühe gegeben. Siehst gut aus. Hey, das freut mich voll, danke. Du, ich bin ganz glücklich, dass du es bist. Es gefällt mir gut. Dankeschön. Was machst du sonst so, wenn du jetzt nicht gerade die Bachelorette bist? Ich habe ein abgeschlossenes Studium als Grafikdesignerin und mache so ein bisschen Instagram nebenbei. Schön. Du? Also ich bin Business Controller. Mhm, interessant. Ansonsten, also einer meiner großen Hobbys ist Lesen. So, ich lese total gerne. Tatsächlich? Ja. Ich auch. Verrückt, was liest du? Jetzt gerade Homo Deus. Nee, ich eher so ein bisschen Fantasy und Herr der Ringe und so. Ja, das würde voll gut passen. Ich muss, das alles so viele Eindrücke gerade. Mhm. Aber ich würde dich einfach reinbitten, nimm dir was zu trinken und dann sehen wir uns später. Ich freue mich sehr, dass du es bist. Dankeschön. Ich habe auch so weird gesagt, so, ich bin froh, dass du es bist. Das macht gar keinen Sinn, weil ich sie nicht kenne. So, ne? Aber keine Ahnung, warum ich das gesagt habe. Ich habe zweimal, glaube ich, gesagt, total dumm.